Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal bei Neplon to the Fashion. Heute mache ich meinen Autokorb Peso neue Kollektion. Darauf habe ich auch gestern reagiert oder vorgestern. Verlinke ich euch auch nochmal in der Beschreibung oder geht einfach auf meinen Kanal und schaut es euch an. Also, am besten sollte man vorher wissen, was man sich kauft und wie viel. Und Justin hat ja heute auch ein Video hochgeladen, wo er alle Produkte vorstellt. Da könnt ihr euch die alle nochmal anschauen. Die Preise könnt ihr euch auch anschauen in der Instagram-Story. Ja, ich verlinke Justins Video und das Insta. Dann könnt ihr euch das alles anschauen und dann seht ihr, wie, was ihr kauft und so. Die Sizes, die könnt ihr bei Peso-Sizes gucken. Gibt es so eine super Seite. Verlinke ich euch auch mal. Peso-Sizes, welche Größe ich brauche. Die machen für Hosen, Jacken, Pullis, T-Shirts, alles separat. Kurz vorm Drop machen wir auch nochmal Livestream, wo sie alle Fragen beantworten und allen möglichen Kram. Ja. Und Paper One Touch. Wäre gut, wenn ihr das aktiviert. Dann bekommt ihr auch was. Dann geht schneller. Dann müsst ihr nicht extra eure PayPal-Daten alle eingeben. Da wird ja auch mein Video eingebaut. Wird man Paper One Touch. OneTouch aktivieren drücken, einfach E-Mail und Passwort eingeben und das war's. Danach ist man aktiviert, da kann man schnell dann sich was bei Peso kaufen. Und das geht viel einfacher und ihr bekommt wahrscheinlich was. Ja, das war's mit Pepper und Touch. Autofill geht auch, hat Justin im neuen Video bekannt gegeben. Aber mit Autofill würde ich vorsichtig sein, wenn ihr einstimmt, das ist alles schnell eintippt und so. Dann könntet ihr als Bot anerkannt werden und dann könnte eure Bestellung storniert werden. Er hat zwar gesagt, dass es diesmal keine Stornos geben wird, wie letztes Mal. Ich war leider auch letztes Mal von betroffen. Ja. Und am besten würde ich an eurer Stelle nur auf ein Piece gehen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ihr Sachen in eurem Einkaufswagen habt. Wenn eins ausverkauft ist, bekommt ihr dann entweder wahrscheinlich gar nichts mehr. Weil man muss ja auch noch in der Warteschlange sein. Dann, falls ihr noch ein zweites Piece wollt, falls ihr ganz schnell öffnen wollt und ihr keinen Kollegen habt, der euch das holen kann oder Kumpel, Bro, keine Ahnung, dann öffnet hier mit dem Mauszeiger die Tabs. Dann könnt ihr schneller drauf. Ja. Ich wollte auf jeden Fall auch sagen, seid auf jeden Fall pünktlich auf der Seite. Ab 17.30 Uhr lohnt sich nicht, das ist viel zu früh. Hatte ich selber die Erfahrung. Seid einfach so 17.55 Uhr. Dann macht ihr nichts falsch. Das sind halt so meine Tipps. Die wichtigsten. Und die Kollektion ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das sind die wichtigsten Sachen. Ich hoffe, ihr bekommt keine Storno. Und seid euch vorher auf jeden Fall sicher, was ihr holt, wie viel ihr holt. Weil dann spart ihr so, so unendlich Zeit. Und auf jeden Fall lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Ihr spart dann sehr, sehr viel Zeit und ja. Sucht vorher schon mal eure ganzen Daten und so raus. Und am besten aktiviert nicht die Passwort-Page. Also ihr müsst in Google Chrome oder Safari oder so einfach Peso eingeben, das öffnet ihr dann ein paar Mal und dann nicht auf die Peso-Page gehen und da mal aktualisieren, weil dann bleibt ihr auf der Passwort-Page hängen und dann kommt womöglich ein paar Minuten später auf die Seite, das ist ja doof. Sondern geht ihr mal in den Google Chrome-Verlauf und da öffnet ihr immer wieder, den aktualisiert ihr immer wieder und dann öffnet ihr dann immer die Seite. Das ist sehr, sehr. Also ist viel besser, weil dann aktualisiert ihr nicht die Passwort-Page. Und habt halt vorher auch schon eure ganzen Daten bereit liegen. Ja. Seid am besten angemeldet bei Peso, aber geht jetzt zwar nicht mehr, aber habt dessen Konto. Das ist die wichtigsten Informationen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und das war's vom Video. Tschüss.